Haben wir das nicht schon mal gemacht? War mir eine Freude. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uta. Nicht in dem Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein, aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uta. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein, wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Was? Diese ganze Stadt muss gesäubert werden. Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uta! Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern! Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Hochverrat? Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uta, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone. Hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Diensten. Arthas, ihr könnt nicht einfach... Es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen, geht mir aus den Augen! Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Bezieht hier Stellung und ich führe einen Trupp nach Stratholm und beginne mit der Säuberung. Wir müssen die Infizierten aufhalten und eliminieren. Zum Wohle Lordaerons. Diese Stadt wird gereinigt. Alle sind bereit. Vergesst nicht, diese Leute sind alle infiziert und werden bald sterben. Wir müssen Stratholm säubern, um den Rest Lordaerons vor der Geißel zu schützen. Los jetzt! Ich kann euch nur mit einem schnellen Tod helfen. Das war erst der Anfang. Ja, dies ist der Anfang. Ich habe euch erwartet, junger Prinz. Ich bin Mal'Ganis. Wie ihr sehen könnt, gehört euer Volk jetzt mir. Nun werde ich die Stadt Haus für Haus umkrempeln, bis die Flamme des Lebens für immer erlischt. Das lasse ich nicht zu, Mal'Ganis. Lieber sollen diese Leute durch meine Hand sterben, als euch im Tod als Sklaven zu dienen.
Mal'Ganis wird sicher seine Geißeldiener schicken, um uns aufzuhalten. Diejenigen mit dem stärksten Stahl und Zauber unter euch bilden die Vorhut, um sie zu vernichten. Ich führe den Rest meiner Streitkräfte bei Stratholms Säuberung von den Infizierten an. Lordaeron wird gerettet. Folgt mir, ich kenne den Weg. Ja, ich bin froh, dass ich vor der Seuche zu euch gelangt bin. Was ist dies für ein Zauber? Mal'Ganis scheint mehr als nur die Geißel in seinem Arsenal zu haben. Wir sollten uns beeilen. Mehr üble Zauberei! Seid auf alles gefasst! Los, weiter! Achtet auf eure Deckung. Sie haben uns in dieser Halle umstellt. Mal'Ganis macht es uns nicht leicht. Sie sind sehr beharrlich. Was kann er mir noch in den Weg legen? Prinz Arthas Menethil, eine große Finsternis hat sich heute eurer Seele bemächtigt. Der Tod, den ihr über andere bringen wolltet, wird für Lordaeron tue ich, was getan werden muss. Und weder eure Worte noch eure Taten halten mich auf. Das werden wir noch sehen, junger Prinz. Möge das Licht. Der schnellste Weg zu Mal'Ganis liegt hinter dem Bücherregal da vorne. Es geht ganz schnell. Wie gut, dass dieser Geheimgang noch existiert.
Ein kleines Opfer zum Wohle vieler. Lasst uns diese Stelle so schnell wie möglich passieren, falls uns die Untoten kriegen. Ihr dürft nicht davonkommen. Dann vielleicht das Feuer. Ruht euch einen Moment aus und atmet durch. Aber wir müssen bald weiter. Das ist genug. Wir müssen weiter. Mal'Ganis wartet. Endlich etwas Glück. Die Marktgasse brennt noch nicht. Mal'Ganis sollte am Kreuzzüglerplatz sein. Sagt mir, wenn ihr soweit seid. Ich werde nicht zulassen, dass diese Seuche sich ausbreitet. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Wir beenden das hier und jetzt, Mal'Ganis. Nur wir beide, sonst niemand. Das wird ein guter Test, Prinz Arthas. Eure Reise hat erst begonnen, junger Prinz. Sammelt eure Streitmacht und folgt mir in das arktische Land Nordend. Dort werden wir unsere Rechnung begleichen. Dort wird sich euer wahres Schicksal offenbaren. Wenn es sein muss, jage ich euch bis ans Ende der Welt. Habt ihr gehört? Bis ans Ende der Welt! Ihr habt euch gut geschlagen. Alles, was Mal'Ganis zurückgelassen hat, gehört euch. Es ist eure Belohnung. Ich muss jetzt die Expedition nach Nordend planen.
ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Die Zeitlinien müssen geschützt werden. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.